Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Rogue. Ja, in der letzten Folge haben wir also einige Seeschlachten vollzogen. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Wir werden schon wieder von Piratenjägern verfolgt. Die haben schon in... Ja, Black Flag angekotzt. Ja, das war also schon mit dem. Da hinten ist da irgendwo ein Schiff down gegangen, oder? Ja, den hätten wir. Das war ziemlich schnell. Wer ballert denn hier so? Können wir mal schnell entern. Und den auch nicht. Meine Maus stimmt heute irgendwas nicht. So. Gezielte Schüsse, das war's. Hab heute nicht genug Kabel fürs Maus, so wie es aussieht. Und wie ihr hört, ich bin immer noch etwas erkältet. Man kann irgendwie nicht mehr wirklich seinen Bekanntheitsgrad verringern. Jedenfalls nicht, indem man Schiffe entert. Das können, die können wir eigentlich zu unserer Flotte senden, die wir sowieso nie benutzen. Das ist egal. Okay, aber in der Folge können wir uns ja... Das ist schön. Können wir uns ja mal wieder den nächsten Hauptmission widmen. Die Frage ist nur, wo die ist. Da kann man da irgendwie eine Schnellreise machen, um da schneller hinzukommen. Da eine Schnellreise machen oder da oder da oder da. Wir könnten aber auch hinsegeln. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen weit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen mal einfach eine Schnellreise nach Anticosti und reisen von dort an, dort aus dann zur nächsten Hauptmission. Währenddessen können wir uns mal noch schnell umschauen, ob wir vielleicht doch was verbessern können. Ich weiß nicht, ob das überhaupt, geht das überhaupt in der Kajüte? Ich bin mir noch nicht sicher. Zu 100%. Auf jeden Fall Tabak können wir noch ein bisschen verkaufen, da kriegen wir noch ein bisschen Kohle. Bei dem Rest wäre es nicht so ratsam. Rumpfpanzerung könnten wir jetzt vollbringen, Peitseitenkanonen, Hammsporn, Stärke der Rundkugeln, Mörser. Die Mörser verbessern? Weiß ich nicht. Das sind so alles Sachen, die Metall brauchen. Ja, jetzt ist es nicht mehr der Schnupfen, so, der so schlimm ist, sondern eher der Husten. Ja, das ist bei mir immer so der Fall, wenn ich erkältet bin. Erst kommen Halsschmerzen, dann Schnupfen, dann Husten. Das wechselt sich so immer ein bisschen ab. Ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll. Rumpfpanzerung wäre vielleicht wichtig. Na, scheiß drauf, nehmen wir erstmal das. Bisschen mehr auszuhalten, das ist immer gut. Dann ein bisschen mehr Schaden. Die Mörser vielleicht.
Hält man auf, hast du aufs Maximum. Und dann können wir noch die Trommel von der Buckelwahlkanone. Buckelgewehr. Nicht Buckelwahlkanone. Mensch, jetzt haben wir unser ganzes Eisen schon wieder komplett verbraucht. Aber Holz, für Holz sieht es auch nicht mehr so gut aus. Haben wir auch nicht mehr viel übrig. Und wir können in dieser Folge jetzt auch mal wieder die Montur wechseln. Auch eine Menge, was wir jetzt auch noch anziehen können. Aber wir können erstmal Edwards Montur anziehen. Das ist ja die richtige Piratenmontur. Montur. 70.000 ausgegeben. Wow. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? Das war eine Herausforderung übrigens. Also je mehr Geld ausgeben, desto besser. Haben trotzdem noch 30.000. Kann man hier noch irgendwas entdecken? Nee. Das haben wir ja schon völlig komplett. Okay, dann los geht's. Ist immer so das Ding, wenn ich hier die ganzen Shanties so laufen lasse und das nicht überquatsche, dann regt sich YouTube direkt wieder aus, auf wegen Copyright und so ein Zeug, dass irgendwie der Titel gehört. Aber es ist eben Spiel im Begriff und das kann ich ja nicht einfach rausmachen. Weiß ich nicht. Ist manchmal ein bisschen doof. Generell mit sämtlichen Musiksachen auf YouTube. Da, 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 da. Nehmen wir natürlich mit. Oh, gleich wieder ein bisschen Metall. Schön. Uiuiui. Ja, ein bisschen unsanft geparkt, aber ist ja nicht so schlimm. Irgendwie fühlt sich meine Maus heute nicht so ganz Dings an. Ich weiß auch nicht. Nee, kann man jetzt nochmal hier, das kann man anscheinend noch nicht benutzen. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal wirklich hier alles machen. Komm halt hier irgendwie hoch. Wahrscheinlich nicht. Na ja, klar. Weiß nur, wie kommen wir da am günstigsten hoch? Wahrscheinlich hier über den Baum. Schütteln wir erstmal diesen Heckenschützen hier. Weil der stört ja ein wenig. Da fällt mir was ein, was wir tun könnten. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja, das war sehr erfolgreich. Jetzt brauchen wir nur noch die Heckenschützen ausschalten. Ja, die suchen jetzt erstmal. Der Heckenschütze, der kommt auch ran. Mann. Ja, hat die viel gebracht, was? Messer ein bisschen Munition holen. Hallo und tschüss. So, haben wir das Gebiet hier. Relativ easy eingenommen. Die Maus ist heute ein bisschen, keine Ahnung, verklebt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Oh, da haben wir ziemlich viel Zeug bekommen. Geil. Waren wir schon mal auf der Insel, weil hier das. Weil wir hier den Aussichtspunkt schon gehabt haben. Können wir auch mal eine Assassinen abfangen Mission machen. Wir waren wirklich schon auf der Insel hier. Vor nicht allzu langer Zeit. F, Mann. Immer diese Tasten wechseln. Ja, wen es interessiert, ja, hier seht ihr es, worum es genau geht. Ich beginne einfach mit dem Auftrag. Bonusbelohnung. Was ist denn die Bonusbelohnung? Das werden sie uns wahrscheinlich noch sagen. Das Attentatsziel ausfindig machen. Ich war hier schon mal. Mann, ist gleich zwei. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ja, komm. Was sucht denn der die ganze Zeit? Und da hinten dieser. Ich weiß es nicht. Okay, das hätten wir jetzt alles die Mission hätten wir jetzt noch schnell gemacht. Ein bisschen Geld verdient. Und da ist noch eine Truhe.
Die haben wir wohl vergessen, das letzte Mal, wo wir hier waren. It seems to me there's more clashes between England and France everywhere in the world. Der Typ dort, der tut die ganze Zeit so, als wäre irgendwas Besonderes. Wer weiß. Okay. Hätten wir die auch? Die Insel scheint trotzdem nicht komplett. Wahrscheinlich, weil wir das die Taverne noch nicht gemacht haben. Gut, das können wir auch noch machen. Bevor wir zur Hauptmission gehen. Die gleich hier ist. Ist ja alles direkt um die Ecke. Wir müssen uns da prügeln. Das ist ja easy. Ja, das kennen wir schon. Standard. Ich will die am besten mal gegen hier. Ja. Sowas wollte ich, aber ich wollte eigentlich sehen, was passiert. Das war ein bisschen doof von der Kameraführung her, aber naja, egal. Jetzt müssen wir eigentlich alles. Naja. Spielen will ich eigentlich nicht. Aber Informationen beschaffen wäre nicht so schlecht. Ich habe so ein Gefühl, der Wirt hier sieht auch immer gleich aus. Naja, kein Fokus. Schwer. Mann, das ist ja am halben Ende der Welt. Naja, darum. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo es ist. Falls wir dann wieder dorthin kommen, können wir das ja machen. Jetzt allerdings nicht. Naja. Ob es sich jetzt gelohnt hat oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber egal. Machen wir auf jeden Fall weiter mit der nächsten Hauptmission. Dafür müssen wir, glaube ich, mit Haven reden. Ist es Haven? Nein, ist er nicht. Es ist Captain sowieso. Ja. Ja. Sequenz 6. Keine Gesetze außer unsere. Außer unseren. Master Cormac. Was verdanke ich die Ehre? Ich wollte Vorräte aufnehmen, als ich hörte, der talentierte Captain Cook sei hier. Auf ein Wort? Zu euren Diensten. Wie immer. Ich suche nach einem Mann. Captain Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Der Entdecker? Ich hörte von ihm und seiner illustren Familie. Ich muss ihn sehen. Ah, entsendet ihm einen Gruß. Oder nicht. Vor ein paar Tagen segelte er ostwärts mit Kurs auf Anticosti. Gewiss. Ich rate zur Vorsicht. Oh, ich war bereits dort. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich segle Richtung Conception Bay, falls ihr weitere Unterstützung braucht. Conception Bay. Auch ein lustiger Name. Okay, Anticosti ist unser nächstes Ziel. Der Großmeister ist erfreut, Shane. Dass ihr den Job vollbrachtet. Nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ordnung wiederhergestellt ist. In New York gab es nie Ordnung, Gist. Aber ohne Hope, vielleicht nicht.
Es mag euch nicht leicht gefallen sein, Freund, aber ihr tatet das Notwendige. Das sage ich mir auch immer. In New York sind wir die Assassinen fast los. Und es ist nicht so, als hätten sie nicht versucht, euch das Leichenhemd anzuziehen. Ihr hattet keine Wahl. Ich beschloss, das Los der Templer zu teilen. Und wir sind froh, dass ihr es tatet. Wer weiß, ansonsten hättet ihr euch an Master Kenways Schwertspitze wiedergefunden. Oder eurer. Wohl gesprochen. Seht, Shay, durch Hopes Tod habt ihr nicht nur euer Leben und das von New York vor dem Gift der Assassinen bewahrt. Ihr habt auch erfahren, wohin uns der Weg führt. Unsere Aufgabe ist einfach. Eine Gruppe von Mördern an der Zerstörung einer weiteren Stadt zu hindern. Gewöhnliches Tagwerk. Eines langen Tages, Gist. Ich will nicht gefühllos sein, Sir, aber was habt ihr aus dem Tod der Dame gelernt? Dass sie klüger ist, als ich dachte. Sie wollte Liam nur genug Zeit geben, den Chevalier zu erreichen. Sie haben sicher schon Segel zur Vorläuferstätte gesetzt. Entschlossen bis zum Schluss. Ich muss sagen, ich bewundere die fehlgeleitete Hand. Ich nicht. Die Assassinen verfolgen ihr törichtes Ziel weiter. Sie suchen verzweifelt nach einem Edensplitter. Vor allem jetzt, da die halbe Bruderschaft tot ist. Wie ein Geisterschiff aus. Von Bord, Captain! Es. Ja, bevor wir uns damit auseinandersetzen, würde ich sagen, machen wir eine Folgenpause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ja, das war eine brandneue Folge von Let's Play Assassin's Creed Rogue, in dem wir zu Beginn noch einen Piratenjäger ausgeschaltet haben und dann hier auf der Insel noch für Recht und Ordnung gesorgt haben, indem wir ja die Assassinen von dort vertrieben haben. Ja, aber es ist immer die Frage in diesem Spiel, sind wir wirklich auf der richtigen Seite? Sind die Templer in diesem Fall wirklich, denken sie, sind sie wirklich auf der richtigen Seite? Das ist sowieso die Sache bei Assassin's Creed, man kann eigentlich nie wirklich sagen, die sind gut, die sind böse. Sie wollen eigentlich alle nur den Frieden irgendwie erlangen, doch der Weg bei beiden ist eben unterschiedlich. Und ja, was der richtige Weg ist, das muss ja jeder selber entscheiden. Nun denn, in der nächsten Folge werden wir uns dann zum Fort auf Antikosti begeben und dort versuchen, den Chevalier aufzuhalten. Denn der will ja zur nächsten Vorläuferstätte, um dort wieder Chaos losbrechen zu lassen. Es ist ja nicht ihre Absicht, aber es passiert wahrscheinlich. Naja, und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.